So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von Mafia hier auf meinem wunderschönen Kanal, auf meinem zweiten Kanal, hier auf meinem ersten Kanal, wie ihr es auch mal nennen wollt. Und wir müssen heute Remy Duval erledigen. Remy Duval, einer der höheren Leute im ganzen Journal. Wir gucken mal. Nee, Verbündete nicht, Abschlussliste brauche ich. Tommy, Olivia. Okay. Der Wahl war doch aber auch so in... Guck mal, hier ist aber noch einer unbekannt. Wer ist denn das? Gut, wir steigen jetzt erstmal aus und haben erstmal uns einen Spaß. Hast du gesehen, wie sie angerauscht gekommen sind und aufgedonnert mit ihren edlen weißen Roben? Was die zwei? Dad hat immer gesagt, das Einzige, was noch schlimmer wäre als ein Nigger, ist ein reicher weißer Mann mit Größenwahn. Dein Dad war ein weißer Mann. Diese Arschlöcher kommen hier raus, um sich Mr. Duvals Rede anzuhören, johlen und klatschen und wedeln mit den Armen. Aber du und ich, wir wissen beide, wenn es dann an der Zeit ist, sich die Hände schmutzig zu machen. Zeit, um ein paar Niggerskalps einzusammeln, werden all die feinen, verschissenen Robenträger plötzlich verschwunden sein. Irgendwann würde ich gerne mit denen dasselbe machen, was wir jetzt mit den Niggern vorhaben. Oh ja, der eine kommt raus. Oder? Was? Ja, nur der eine kommt. Alter, jetzt geht der Wind bei mir draußen los. Oh ja. Oh ja, komm her, mein lieber Freund. Ich freue mich auf dich. Ich habe gerade was Unschönes gehört. Das letzte, was du hören kannst. Ach du Scheiß. Da habe ich ja richtig hochgehoben noch nebenbei. Was? Warte mal, sind das... Ah nee, es sind nicht alles... wenn das jetzt alles Feinde gewesen wären. Halleluja. Auf einer anderen Seite ein bisschen besser rankommen. Wir stehen hier in den Ruinen des vorigen Jahrhunderts. Genau an dieser Stelle verteidigte mein Urgroßvater mit seinen Unterenthusiasten. Jetzt habe ich hier eine feindliche Zone. Erst an dieser Stelle, um die Werte und Tugenden seines Volkes. Ich muss mal von der einen Seite dort hochkommen, anders. Jetzt da draußen, in diesem Moment, und schlitzt weißen Männern und Frauen die Kehle auf. Jetzt, in diesem Moment. Ich weiß, was einige von euch denken. Bis auf diese Stadt. Bis auf die Liebe. Die Liebe und Betrüger. Bis auf die Politiker, die sich von uns wählen lassen und dann die arbeitenden und anständigen Bürger verarschen. Scheiß auf die Remy! Scheiß auf sie, Remy! Scheiß auf die Nigger! Die dreckigen, minderwertigen Wilden mit den dicken Lippen und den Glubschaugen! Hey, haltet eure Waffen bereit! Geh irgendwo in Deckung! Scheiße! Kommst du um ihn herum? Und abhauen, 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 scheiß auf das Geld, einfach abhauen, einfach abhauen. Einfach nur abhauen und dann haben wir das auch schon geschafft. Ich pfeife jetzt auf das Geld, weil relativ habe ich gut das Geld. Weil ich gehe ja nicht auf die ganzen Rennen und sowas. Oh ja, komm. Komm, hau ab, hau ab. Ich muss auf diesen Shit-Gebiet raus, hoffentlich kommen sie mir nicht hinterher. Manchmal ist es ja wirklich so, dass sie noch jemanden hinterherkommen. Oder mir kommen jetzt hier von vorne noch welche entgegen. Hä? Duval ist doch tot?
Ach, erledige den Rest des Zauberny. Ja, warum denn nicht? Also, das ist ja... Fuck, ich hab gedacht, das ist abhauen. Also, ich hätte jetzt gedacht, die kommen mir jedenfalls noch hinterhergerannt. So, jo, du hast uns einen Führer getötet. Da findet man jetzt dich. Muss ich eben jetzt noch ein bisschen reinlegen. Oh, das ist eine Granate, das ist eine Granate. Verteilt euch! Na, wo sind denn die? Wo sind meine lieben Freunde? Saufern Union. Scheiße, der Spaß kann los. Scheiße, hat uns einfach. Da wollen wir mal das Geld nebenbei aufsammeln. Wenn, dann wollen wir es ja schon richtig machen. Ich muss nachladen. Ach, da hinten. Ich brauche mich nicht heilen. Für Master of Disaster, ich schaffe das. Ach so, jetzt muss ich noch konfrontieren. Ach, das. Okay. Ja, das ist jetzt so ein hellerer Typ, also so ein Abri. Ja gut, der ist ein Abriss, also. Ich versuche mich nicht rauszureden. Todesgespräch mit ihm, los geht's. Und jetzt, Nigger. Was jetzt? Wir spielen dein Spiel. Es herrscht Entsetzen hier in Frisco Fields. Einer der prominentesten Männer des Viertels, Remy Duval, wurde brutal ermordet. Augenzeugen berichten, dass er an ein Kreuz gebunden und dann verbrannt wurde. Hören wir, was die Polizei sagt. Chief Wilson, können Sie schon etwas sagen? Das waren die verdammten Neger. Man sollte sie alle zusammentreiben und erschießen. Das sind harsche Worte, Chief. Verdammt, was muss denn noch alles passieren, bis ihr es endlich versteht? Was hier abläuft, ist ein verdammter Krieg! Ja, das ist natürlich schon was Schönes. Ich mag die ganze Story, muss man sagen, was man will. Mission abgeschlossen. Also das ist ja wohl das Letzte. Ja, tut mir leid, aber dafür ganz... Ja, hallo meine Damen und Herren, also die Kasse sonst was ist jetzt geöffnet. Und ich würde mal sagen, Leute, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch mal rum, wenn nicht einen Daumen nach unten, schreibt in die Kommentare, ob ihr davon natürlich mehr sehen wollt oder auch nicht. Aha. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euren lieber Man of World, wenn ihr natürlich mehr sehen wollt, schaut das nächste Mal ein. Und lasst natürlich ein Abo da, ich muss natürlich noch ein bisschen leise machen. Dann. Ciao, ciao.